Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video, der Matthias, Julian und ich bin es, der Micha, Hallöchen. Ja, vielen Dank für die vielen Likes, vielen ausführlichen Kommentare. Das Thema der heutigen News ist der Standard-Showdown zu Ravnicas Treue. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Alles klar, aber erstmal legen wir los mit den Gewinnern. Und zwar herzlichen Glückwunsch, den News 5 hat gewonnen, Hopeshot. Und es gibt noch viele weitere Gewinner. Und zwar, die Listen waren mal hier auf. Herzlichen Glückwunsch an Luis Dormann, Dogma, Adam und Muskelschwund. Und dann ist auch die Facebook-Aktion noch zu Ende gegangen. Zwei Displays hauen wir raus. 150 Likes haben nur gefehlt fürs dritte Display. Also Leute, da hängt auch noch mal mehr rein. Aber herzlichen Glückwunsch an Marie Winter und Benny Müller. So, das zu den Preisen, die da rausgegangen sind. Natürlich gibt es zu diesem Video auch wieder ein Ultimate Guards Sponsors Pack verlosen. Da macht ihr, nehmt ihr teil, wenn ihr dem Kanal ein Abo gebt, das Video liked und kommentiert. Und wir füllen Hipster Bag natürlich mit Katana Sleeves. Ne? Diesmal in Transparent. Monolith Deck Case kommt noch mit dazu. Und ein Meshmels Cap darf auch nicht fehlen. Also macht da mit. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann noch der Hinweis: am 17. Februar ist der zweite Jahresevent der Trader Liga mit Standard und Modern-Turnieren und einem Legacy-Turnier. Standard-Modern sind Faktor mal 2 an Planeswalker-Punkten. Alle drei Formate sind MKM-Trials und es gibt Mega-Tagespreise. Ne, größte Preisausschüttung monatlich Deutschlands. Und ihr habt natürlich nochmal die Gelegenheit, die Liga-Preise abzuholen und natürlich entsprechend an der Liga teilzunehmen. Also da ist das ein Termin, der 17.02. Schreibt euch den in den Kalender. So, jetzt kommen wir erstmal zu den ganzen Kommentaren. Und wir haben gesagt, wir gehen mal ein bisschen drei nach durch. Ne? Aber ja, Fange ich erstmal an. Mit Glassy Nailer Trading Card Games. Wärt ihr so lieb, noch ein zweites Video zu machen, in dem ihr alle Farben nochmal ausgiebig von hinten und vorne zeigt, bezüglich der Katanas, die wir geunboxed haben. Wie die Farben genau aussehen, wie stark sie hinten geriffelt sind, wie stark sie vorne glänzen und ob sie auch wirklich zu 100% blickdicht sind. Test bitte mit einer Pokémon-Karte, die wegen dem Ball sonst immer durchscheint. Das interessiert mich vermutlich am meisten, da man die Hüllen nicht durch die Packung hindurch anschauen kann. War so gesehen etwas ungünstig, nur die schwarzen, bei denen man quasi nichts davon erkennt, zu zeigen. Gerade was Weiß, Gelb, Orange, Rot und Türkis betrifft, müsste Ultimate Guard ja in Sachen Farbe und Deckung echt noch arbeiten und es wäre schön zu sehen, ob sie dieses Problem nun beheben konnten. Und auch, ob innen schwarz sind, wie die Ultimate Guard Eclipse oder ob das anders gelöst wurde. Ihr seht, da sind noch einige Fragen offen. Wir haben uns das natürlich dann angenommen, ne, und haben da Fotos von gemacht. Die blenden wir hier schon mal ein im Hintergrund, dass ihr seht, also die Karten sind wirklich blickdicht, ne? Die Katana-Sleeves und auch Pokémon, da scheint von der Rückseite nichts durch. Ansonsten sind die so ein bisschen, einfach, also auch gelb ist definitiv blickdicht. Ja. Ne? Und von der Vorderseite haben wir es auch mal gezeigt, also da passt die Karte gut rein, auch wenn sie double-sleeved ist. Da ist also alles super und ihr habt ja damit am Fall Night Magic auch schon Probe gespielt. Wie sind sie? Ich habe sie nicht gespielt. Ja, ist ja ganz toll. Ich habe es gespielt, ich finde sie auch sehr gut. Also sie fühlen sich echt gut beim Mischen an. Die Karten sind schön deutlich erkennbar. Viele haben gefragt, ob wir nicht einen Vergleich mit anderen Hüllen noch machen können, aber da wollen wir uns raushalten, dass wir nicht sagen, der eine Hersteller ist irgendwie besser als der andere. Ne, bildet da eure eigene Meinung, indem ihr vielleicht einfach wirklich mal ein Päckchen Probe ordert. Ich muss aber auch sagen, ich habe damit gespielt und ich finde sie wirklich super. Also gerade auch nochmal, wenn man sie von der Haptik her vergleicht mit anderen Hüllen, ist es toll, sie in der Hand zu haben. Also es fühlt sich richtig gut an. Ja, okay, nächster Kommentar. Dann schreibt Lenny T. noch, ihr habt es über 7,5 Minuten nicht geschafft, die Hülle inklusive Karte von vorne zu zeigen. Gratuliere. Ja, ja. Deswegen da auch nochmal das Bild. So sieht es von vorne aus entsprechend. Ne? Und dann haben wir da einen Haken dran. Ja. Dann haben wir einen Kommentar von Coronas 1987. Hatte die gestern auf der Spielwarenmesse in Nürnberg auf der Hand. Die Hüllen sind wirklich toll. Das Gefühl beim Mischen ist der Hammer. Ja, ja, also das kann ich nur auch so bestätigen. Ich habe die jetzt, ich glaube, den Samstag habe ich an zwei kleinen Turnieren teilgenommen. Haben sich wirklich gut gehalten bis dahin. Ich hoffe auch, die halten weiterhin so gut. Also laut Ultimate Guard sind die Hüllen wirklich langlebig, die Katanas. Also die haben das da entsprechend getestet. Schaut mal in die Kommentare unter dem Unboxing-Video und da habt ihr auch noch mehrere Meinungen von anderen Spielern, die Hüllen schon gespielt haben. Gut. So, dann schreibt Big Sushi HD, besser gesagt, der hat für uns gereimt, nämlich: Hallo liebe Trader-Männer, Magic ist bei mir der Renner. Bin in der Szene noch ganz frisch. Nun kommen Karten auf dem Tisch. Ein Booster-Display ist bestellt. Bald bin ich in der Magic-Welt.
Mag eure Videos wirklich gern und schaue sie an mir aus der Ferne. So grüße ich euch ganz herzlich hier und euren Kanal, merke ich mir. Das mussten wir reinnehmen. Vielen Dank. Super cool. Ne? Ein richtig gerimtes Gedicht hier. Super. Okay. Der nächste Kommentar ist von Julian Huser. Muss man sich bei euren Events vorher anmelden? Damit meint er entsprechend, also für die Store-Events hier im Trading Guide Superstore, da kannst du ganz normal vorbeikommen, da haben wir immer genügend Platz. Gleiches gilt auch für die Trader-Liga-Events, auch da haben wir im Kolpinghaus ausreichend Platz. Nur bei Pre-Release-Turnieren, also wenn wir es explizit reinschreiben, dass wir um Anmeldung bitten, dann da bitte voranmelden. Okay, Skillrex, könnt ihr wieder Gameplays machen, immer wieder toll? Ja. Da haben wir auch ein Foto mitgebracht, denn wir beide haben das Wochenende schon die Planeswalker-Decks gezockt. Die sind jetzt praktisch in der Nachbearbeitung und da wird dann zum Wochenende auch Duell 1 online gehen. Ne? Und an den weiteren Wochenenden folgen noch 2 weitere Videos. Also 3 Videos wird es insgesamt wieder geben. Spoiler! Machen wir doch immer. Ne? Also ja, das ist ein Spoiler. Okay. So, dann schreibt Olli G. noch, Gildendecks sind echt nett, aber ich hoffe dieses Jahr auf neue Challenger-Decks, das würde mich freuen. Wisst ihr schon, ob sowas geplant ist? Ja, können wir mittlerweile auch sagen, am 12. April werden wieder 4 neue Challenger-Decks rauskommen. Es gibt noch keine Grafiken dazu, noch keine weiteren Informationen, es wird wieder nur englischsprachig sein. Aber da könnt ihr euch den 12.04. schon mal im Kalender eintragen. Da kommen neue Challenger-Decks. Ein Pre-Sale wird es natürlich auch dazu geben. Okay. Was ist über das Wochenende passiert? Wie gerade schon angesprochen, wir haben die Katana Sleeves uns angeschaut, die wahrscheinlich laut Hersteller wertigsten, bestverarbeitetsten Hüllen, so gesehen, in der Trading Card Welt. Dann hast du ja noch dir das Heroes of Dominaria Brettspiel genauer angeschaut und Proben gespielt und davon haben wir auch ein Unboxing gemacht. Und du bist mit Magic und Jenna, ihr habt kräftig Codes eingelöst und Magic Arena Folge 10 online gebracht. Ne? Genau. Okay, dann kommen wir zu den News. Ja, und unser Thema ist der Standard Showdown. Den gibt es ja in teilnehmenden WPN-Stores, also in Local Game Stores, so gesehen im WPN-Programm. Der startet jetzt am Samstag. Müsst ihr mal nachschauen, in welchem Store das bei euch in der Nähe ist. Und da gibt es dann wieder diese Booster zu gewinnen. Die sollen aber nicht toplastig vergeben werden, sondern auch teilweise verlost werden, beziehungsweise so an Neulinge einfach mal so vergeben werden. Das ist so praktisch wirklich so ein Bonus für den Local Store, um die Spieler aus der Komfortzone in den Laden zu holen. Ja. Und da kann man halt richtig coole Karten ziehen. Das ist ein Booster, den man so im Handel nicht käuflich erwerben kann. Und dann schauen wir doch mal rein, oder? Sollen wir mal reinschauen? Ja, ja. Ne? Einen machen wir hier mal auf. Und die gibt es dann jetzt praktisch über ein paar, ja, ich glaube so 2,5 Monate sogar, oder was, gibt es die dann jeden Samstag zu erspielen. Neu an den Boostern, das Tolle ist, dass wir hier 2 Rare-Karten-Slots haben. Da haben wir hier den Dire Fleet Daredevil. Das ist jetzt eine Rare-Karte aus Rivalen von Ixalan. Und wir haben eine zweite Rare-Karte, also sind 2 Slots, wo die Karte Rare oder Mythic Rare halt sein kann. Mhm. Hier haben wir Tesha, ein Ancestors Apostel aus Dominaria, wie wir sehen. Mhm. Ne? Und Kartensprache nur Englisch. In dem Fall, dann haben wir immer einen Slot. Oh, der sieht aber schick aus. Oh, ne? Die sind echt richtig schön. Schickes Foil-Land, also ein Swamp hier an der Stelle. Sehr, sehr schön. Und wir haben noch einen weiteren Foil-Slot. Ein Wizards Lightning wäre jetzt dabei gewesen. Guck mal, wo dann praktisch die Foil-Karte jede Rarität haben kann. Also, Common, Uncommon, Rare, Mythic Rare. Ja, und das ist also auch ein schönes Gimmick, ne, um da zu sagen, ich guck mal, ob das mein Local Game Store anbietet, ne, und da dann entsprechend mitzumachen. Ja. Ja, also fragt da bei euch mal nach, ob das angeboten wird. Oder kommt bei uns vorbei. Im Trading Card Superstore machen wir das immer jeden Samstag und dann geht's da ab. So, noch ein weiteres Highlight sind aber praktisch passend zum Release der Gildenkits. Die erscheinen ja am 15.02. Vorverkauf läuft ja und die Gildenkits merken wir auch. Meine News habt ihr reingeschrieben, freut euch schon tierisch drauf. Zu Ravnica's Treue wird es ja 5 Decks wieder geben, die ihr einzeln oder im Set bestellen könnt. Und die kommen ja praktisch am Freitag raus und am Samstag und in manchen anderen Stores auch am Sonntag ist dann das Ravnica-Wochenende. Und das Ravnica-Wochenende ist ja jetzt das Store-Championship, was das vorher war? Oder ist es so ein Mischmasch oder was ist es jetzt? Also glaubt, das Store-Championship, das Ravnica-Wochenende beinhaltet den Store-Championship. Ja. Aber wie genau das jetzt aussieht. Es gibt auf jeden Fall viele Promos. Also es ist so, wir bei uns werden im Trading Card Superstore werden ein Standard-Constructed-Format-Turnier anbieten für schmales Geld, wo man dann, also am Samstag machen wir das bei uns nur, aber da wird der Sieger entsprechend auch die Store-Championship-Matte bekommen.
Ne? Das so als Highlight, um dann zu sagen, guck mal hier, das ist der Champion. Ne? Und es wird aber entsprechend auch für, ja, es gibt viele weitere Preise, wie zum Beispiel, du kannst ja schon mal diese schönen Poster hochhalten, die werden dann sehr wahrscheinlich verlost werden. Jeder Teilnehmer bekommt aber die Promokarte Lavinia Azorius Renegatin, ne, legendäre Kreatur für ein weißes, ein blaues, 2-2er. Deine Gegner können keine Nicht-Kreatur-Zaubersprüche wirken, deren umgewandelte Mana-Kosten höher sind als die Anzahl an Ländern, die der jeweilige Spieler kontrolliert. Und immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt und falls für ihn beim Wirken kein Mana bezahlt wurde, neutralisiere den Zauberspruch. Das so praktisch auch nochmal als Karte eigentlich für jeden Teilnehmer. Und man hat ein bisschen mehr Promomaterial, denn es gibt noch diese schönen Foiländer, die haben wir euch auch nochmal als Bild mitgebracht. Die sehen also wirklich auch sehr, sehr stylisch aus. Das heißt, sehr viel Material, mit dem die Läden dann auch arbeiten können, ne? Um dann zu sagen, so, weil es dürfen auch mehrere Formate angeboten werden. Es soll praktisch so eine In-Store-Party sein, wo man gucken kann, gut, machen wir vielleicht auch mehrere Turniere auf. Eins fürs Constructed, eins fürs Booster Draft, eins fürs Sealed Deck oder so. Das sind die Formate, die man wählen kann, um dann da das entsprechend auf seine Community anzupassen. Ja, also das entsprechend zum Ravnica-Wochenende. Gut, ja, und dann sind wir eigentlich auch schon durch, ne, und können schon sagen, was kommt denn von uns zum Wochenende? Interessant für euch, schaut mal in das Yu-Gi-Oh! Spotlight rein, denn Tim war mit mir in Nürnberg auf der Spielwarenmesse und macht eigentlich nur eine kurze Anmoderation, aber ansonsten hat er da einen Vlog gemacht über die Spielwarenmesse in Nürnberg, da könnt ihr mal ein bisschen gucken, was da so abgeht. Ja, und ja, wir spielen das Planeswalker Deck Duell 1, geht dann ja entsprechend online. Ja. Wir haben mal zu Ravnica Story die Planeswalker Decks gespielt, macht mega Spaß, richtig krasser Agro-Level. Magic Arena 11 wird kommen. Ja. Ne? Gut, und dann sind wir für diese Woche hier schon wieder raus mit den News und sehen uns nächste Woche in den nächsten News. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.